Jo Leute, was geht ab? Flo ist wieder am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Smite, One vs. One. Ja, zweite oder dritte Game jetzt in Platin 5 und letztens hat eben irgendjemand unter die Kommentare geschrieben, spiel doch mal mit Nuva. Und habe ich mir gedacht, kannst du eigentlich mal machen, habe ich noch nie gemacht. Deswegen will ich das heute mal ausprobieren. Wie gesagt, noch nie ein Ranked-Duell mit ihr gespielt. Alles klar, gegen Loki, läuft doch. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das so wird. Sie ist nicht schlecht, aber gehört auch nicht ansatzweise zu den Meta-Picks. Ja, schauen wir mal, wie sich das so darstellt. Der Dude, gegen den ich spiele, war letztes Dings auch Platin. Ich wollte mit Nuva mal ein Bild ausprobieren. Ohne Potstart, also ohne Potstart und was will ich mir gegen Loki am besten? Schauen wir das mal. Ohne Pots zu starten, weil ich relativ schnell die Schärpe rushen will, aber auch nicht auf mein Vampirleichttuch hier verzichten möchte. Und auch noch. Oh, jetzt habe ich mich mal erschrocken. Alter Schwede. Na los, rennen. Run, boy, run. Da ist er, der Gute. Oh, mal erstmal ein bisschen pushen. Die Skills von. Die Skills von Nuva sind alle relativ. Skalieren alle relativ schlecht mit AP. Deswegen muss man halt immer so ein bisschen aufpassen. Beziehungsweise deswegen werde ich relativ tanky bauen. So. Zing, zing. Loki mal so ein bisschen pushen hier. Uiuiui. Da kam der Damage viel zu krass. Hat er seine Ult schon? Ne, hat er noch nicht. Okay. Gut. Wir bauen das hier und das. Und dann geht's weiter. Haben die zweite Stufe von der Schärpe. Und ja, das ist alles ganz easy. Easy peasy lemon squeezy. So, zack. Bin ich mal durchgepusht. So, meine Ulti habe ich auch. Ich werde jetzt mal zu meinem Blue Buff gehen. Ich hoffe, ich kann den einigermaßen machen. Ohne dass er mich zu krass stört. Okay, hab ihn. Ja. Kriegt er noch einen von? Jo, einen habe ich noch gekriegt. Alles gut. Na, er hat den Red Buff gemacht, alles klar. Da ist er. Hat er seine Ulti jetzt? Müssen wir ein bisschen aufpassen. Zack. Vor allen Dingen, wenn ich noch nicht meine, mein Dings wieder hab. Oh, er baut Transzendenz fertig. Ping, ich push das jetzt eiskalt durch. So. Ich mache jetzt zuerst meine 2 ein hoch, weil ich dann einen Gegner mehr, einen Dingsbums mehr spawne hier. Einen, wie heißen sie? Eine Tonsoldaten, ne? Auf der Stufe 2 holt sie dann direkt 2 dabei. Und ja, das ist doch auch ganz nett. Das Gute ist, ich habe jetzt meine Schärpe ready. Ich kann ab jetzt schon anfangen, Stacks zu sammeln. Was auf jeden Fall eine feine Geschichte ist. Oh, indirekt gestunt, so soll es sein. Wird dann nochmal direkt durchgepusht. So.
not call attention to ourselves. Nicht so nicht, mein Freund. So finde ich das aber gar nicht lustig. Okay. Alles safe. So, ich gehe back. Für mich ist jetzt hier gerade nichts zu holen. Als nächstes kommen die Boots. Ich verkaufe meine Mana Pot, um die T2 Boots mitzunehmen. Das ist, denke ich mal, worth. Ja, auf jeden Fall. So, und für mich muss ich jetzt erstmal farmen. Also ich muss jetzt gleich auf meine Cooldown Boots kommen. Und dann werde ich mir direkt Def holen. Weil gegen Loki werde ich mir sogar Double Def holen, weil wie ich gerade erwähnt habe, die Abilities skalieren halt nicht so gut mit Magical Power. Deswegen bringt es nicht, sie jetzt auf Full Magical Power zu bauen. Und B ist Loki einfach sackstark. Pow! Okay, das war vielleicht ein bisschen zu früh. Das gebe ich zu. Jetzt kommt dann mein Ulti wahrscheinlich. Lass mich bloß in Ruhe. Mein Blubber ist wieder da. Den werde ich auch gepflegt wegclearen. So, ab zu meinem Blubber. Er geht jetzt zum Red Buff, er kann den auf jeden Fall einfach so machen. Ich hab ein bisschen Angst, dass er mir den stealt. Aber alles gut. Gut, er hat den Red Buff gemacht, ich habe meinen Blue Buff. Ja, und am Anfang wird es hier wahrscheinlich einfach erstmal so weiterlaufen. Pow. Konnte ihm am Back hindern. Was eine ganz feine Geschichte ist. Pow. Wow. Oh, dass sie den dann immer angreifen, ist bitter. Das ist nicht gut. So, schnell weggehen. So. Und dann wird sich Def geholt. Ist gut, dass ich den T2 direkt hier mitkriege. Also die. Ah ne, Abklingzeit hat man da noch nicht, aber viel Schutz und viel Mana. Krieg ich den einen noch mit? Nein, krieg ich nicht. Okay, wir sind ein bisschen hinten dran. Haben aber beide nichts, nichts Dingsbums gebaut. Dauert mein Dingsbums noch? Ach, wie heißt es? Ihr wisst, was ich meine. Reinforcements. Ah, gegen Loki ist immer so schön passiv. Man kann die ganze Zeit hier chillen. Die Frage ist, macht er sein Buff? Ich frage es, geht das da durch? Ich weiß es nicht. So, ich gehe back. Ich kann noch nicht backgehen. Ich brauche noch eine Geschichte brauche ich noch. Ich brauche noch eine Wave und dann kann ich mir das Def holen und dann so langsam, meine Schärpe ist schon ganz gut gestackt. Ich habe 59. Und, ja. Dann kann ich, glaube ich, auch so langsam in die Fights reingehen. Er geht weg. So werde ich es auch tun, meine Damen und Herren. Gut. Ja, wie gesagt, gegen Loki.
Gegen Loki ist Double Death nicht das Schlechteste, glaube ich. Jetzt hat er schon Death geholt. Nee. Die Frage ist, ob ich mir jetzt direkt Double Death hole. Oder B. Ich glaube, ein B wird es nicht geben. Er holt sich nämlich, also sonst hätte ich mir Penetration geholt. Aber er hat sich ja noch nicht mal Death geholt. Und deswegen macht Penetration keinen Sinn. Oh, das habe ich noch nicht so gut erwischt. Na, wo ist er? Hab ich ihn aber sehr gut erwischt. Oh, ich kann schön pushen, das gefällt mir gut. Zack, zack. Sehr gut, das war schön. Ich gehe nun back. Ja, ich mache das wirklich, oder? Ich hole mir... Ja, ich hole mir Double Death. Das ist gegen Loki, glaube ich, eine ganz gute Variante. Ich bin dann mega tanky. Also in mega tanky meine ich wirklich mega tanky. Und, okay, die hätte ich nicht so früh hochgehen lassen sollen. Oder war er, glaube ich. Wow, krass, wie schnell hat der den jetzt gemacht. Das ist heftig. Ich habe da mir irgendwas da hinten gesehen. Das war dann wohl der fette Bulle. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass er den so schnell machen kann. 1250. Ich löse den mal eben einmal aus, dass ich sehe, wann er wiederkommt. Und man, glaube ich, auch einfach dann auf die Uhr gucken könnte. 5 Minuten oder wann kommt er wieder? Ich weiß es nicht genau. Nö. Okay, das wäre jetzt lame. Tschu. Sowas finde ich jetzt aber nicht nett. Okay, ich gehe back. So. Als nächstes wird er sich wahrscheinlich ein Death-Item holen, deswegen gehe ich gleich direkt auf Penetration. Ja, dass er den Fetten da gemacht hat, da muss ich gleich auf jeden Fall warden. Der kann das auch mega schnell einreißen. Piu. Da seine Ult ab? Ich glaube nicht. Pow. Okay. Okay. Das ist auf jeden Fall... Oh, der ist fast down, sehe ich gerade. Ich muss back. Aber ihr seht immer noch, wie viel Schaden Loki macht. Es ist einfach abartigst. So, was hole ich mir noch gegen den Guten, gegen den Kunden? Was hat er sich denn geholt? Er holt sich Beatstick. Ich hole mir Penetration. Weil ich stark davon ausgehe, dass sein letztes Item ein defensives sein wird. Ich
Oha. Wow, krass. First Blood. Jetzt kann er sogar meinen Phoenix einfach so weghauen. Oder? Kriege ich das hin? Ja, kriege ich hin. Das ist ärgerlich. Hm. Nyva gegen Loki ist auch einfach echt eine tricky Sache. Phoenix ist down. Das muss er jetzt auch erst nochmal. Oder haben wir einen? Erwischt. Nee. To battle, my children. Na los, renn den ganzen Weg zurück. Forward, my creation. So. Tower Damage. Ein bisschen zumindest. Oh! Weiß nicht, ob er seine Ult auf hat. Hier war back. Okay. Gut! Beziehungsweise nicht gut. Das letzte werde ich mir wahrscheinlich Lifesteal holen. Nee, ich hole mir dann am Ende doch mal ein bisschen Ability Power, die Tahuti-Route. Auch nicht die schlechteste Wahl. Ich glaube, die Skalierung nicht so bei 50%. Ich habe mir das am Anfang mal angeguckt. Er wird jetzt wahrscheinlich zum Fetten hingehen und den töten wollen. Ich glaube, da sollte ich mir dann auch ein, zwei Wards gönnen. Mit Sicherheit nicht die schlechteste Idee. Ups. Falscher Knopf. So, jetzt heißt es Deffen. Deffen bis zum geht nicht mehr. Ah, jetzt hat er es gemacht. Ich hätte gedacht, er hätte es schon viel eher gemacht, aber da wohl nicht. Wow. Was? In der Luft bin ich dann noch gestorben? Oh, jetzt kann das beenden. Bin mir ziemlich sicher, dass es. Ja, kann es beenden. Oh Mann, ey. Ja, das ist Nyva gegen Loki ist, glaube ich, aber auch ein ziemlich schlechtes Matchup. Meine Taktik ist leider nicht aufgegangen. Double Death. Er hat einfach trotzdem noch einfach so viel Schaden gemacht. Oh, ich sehe gerade, er hat gar kein defensives Item gebaut, deswegen war meine Penetration auch nicht so gut. Ja, ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich, natürlich hätte ich es wahrscheinlich besser spielen können, aber was ist das denn jetzt? Mightguns freigeschaltet? Oma Invicta? What the fuck, was war das denn jetzt hier? Achso, chinesischer Gott. Ja, ja, klar. Ja, Nyva ist halt wirklich nicht der stärkste Pick, wie man das vielleicht gesehen hat. GG well played, sage ich trotzdem. Er hat auch nicht schlecht gespielt. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem einigermaßen Spaß gemacht. Schreibt trotzdem immer weiter unter die Kommentare, was ihr so sehen wollt. Das war Nyva. Ich habe leider verloren und beim nächsten Mal gewinnen wir wieder hoffentlich. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber, bis dann. Ciao, ciao.